es gibt Bücher, die sind eine wahre Wundertüte. Aktuelles Beispiel, das Debüt eines amerikanischen Schriftstellers namens Wiley Cash. Fürchtet euch, heißt der Roman, und darin geht es um Folgendes. Eine Kleinstadt irgendwo in North Carolina. Viele Einwohner halten sich als Getreide- und Tabakbauern über Wasser. Kurz vor der Erntezeit geschieht ein Unglück, denn das Städtchen bietet auch den richtigen Nährboden für dunkle Machenschaften. In der Kirche, deren Fenster mit vergammeltem Zeitungspapier verklebt sind, versammelt ein zwielichtiger Pastor seine Schäfchen, um ekstatische Rituale zu vollziehen. Bei einem solchen Gottesdienst stirbt ein Kind und alles scheint in der ruhigen Ortschaft zu eskalieren. Um es gleich vorwegzunehmen, ja, der Autor hat den renommierten Dagger Award für sein Werk gewonnen, eine Auszeichnung, die für Krimi- und Thriller-Autoren gedacht ist. Aber nein, der hier vorgestellte Roman ist kein Krimi, auch wenn er als solcher angepriesen wird. Viel zu leise erzählt Wiley Cash die tragische Geschichte aus dem Blickwinkel dreier Personen. Da wäre der kleine Bruder des toten Jungen, der zu viel gesehen hat und nicht weiß, ob er schweigen oder reden soll. Die alte Hebamme des Städtchens, die versucht, wenigstens die Kinder von der Kirche fernzuhalten. Und der etwas altersmüde Sheriff, der den Todesfall untersucht. Nein, es gibt keine wilden Schießereien, keine übermäßigen Puzzleteile, die zusammengesetzt werden. Vielmehr seziert Wiley Cash die Gemeinschaft der Einwohner und zeigt den Schmerz und die verpassten Gelegenheiten in deren Leben. Was entsteht, ist kein Polizeiarbeit-Krimi, sondern ein psychologischer Spannungsroman im Stile der großen amerikanischen Romanciers. Wiley Cash ist ein Autorenname, den man sich merken sollte. Wir sind gespannt, was er noch so drauf hat. Fürchtet euch, ist ein rundum toller Debütroman.